Aber immer wenn das Thema Stasi auftaucht und in der Nachwendezeit wurde sehr, sehr viel darüber gesprochen, hing ich immer dazwischen und wusste nicht so recht, wie ich mich verhalten soll. Weil auch sehr viel Emotionen in diesen Gesprächen waren. Hi, ich bin Pia von der DDR-Box und heute ist bei mir der Even Krüger. Hi, Hallo. freut mich. Mich auch. Wie war das denn dann nach der Wende in deiner Familie? Was hat sich da verändert? Wie war da die Stimmung? Oder beziehungsweise kurz nach dem Mauerfall vielleicht? Naja, zunächst einmal kam raus, dass mein Vater bei der Stasi war und dass mein Vater natürlich seinen Job verliert. War große Angst davor, wie sich eigentlich sein Beruf auf unser Leben auswirken wird. Der ist dann auch arbeitslos geworden und war sehr schlecht gelaunt, viele Jahre. Er ist ein Buchhalter geworden und hat bis zum Ende seines Arbeitslebens einen Beruf gemacht, auf den er keine Lust hatte. Und was man vor allen Dingen sehen muss, ist natürlich auch das große Thema Statusverlust. Wenn du Offizier bei der Stasi warst, bist du wahrscheinlich das Ranghöchste, was du in der DDR werden konntest, bist da unantastbar. Und es ist ein Problem von ganz vielen ostdeutschen Familien, dass diese gebrochenen Familien, diese gebrochenen beruflichen Laufbahnen, nicht nur aus der Stasi, die natürlich auch, aber auch andere Berufsgruppen, wo die Firmen geschlossen haben und die Leute in Massenarbeitslosigkeit kamen, war ein Riesenthema. Und Thema häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe, depressive Eltern, keine Kontrolle mehr über die Kinder, das war die Lebensrealität, die sich nach der Wende dann vor allen Dingen in diesen Neubauvierteln entladen hat und auch in diesen ostdeutschen Problemzonen, die sich ja dann überall herauskristallisiert haben. Wie war das bei dir? Hast du es erlebt, dass dein Vater dann sehr depressiv geworden ist oder dass es da Probleme gab? Ja, also mein Vater war mit Sicherheit in der Depression, hat sich überhaupt nicht um uns bemüht. Er hatte Mühe, sein eigenes Leben aufrechtzuerhalten. Meine Mutter, um ihren Beruf zu erhalten, ist dann tatsächlich nach Neustrelitz gegangen und hat quasi in einer anderen Stadt gearbeitet für mehrere Jahre, weil wir uns nicht leisten konnten, noch einen. Den einzigen Verdiener in der Familie zu verlieren. Das hieß, ich habe mit meinem Vater und meiner Schwester dann ein paar Jahre alleine gelebt und meine Mutter war nur am Wochenende zu Besuch. Das hieß, dass wir den Haushalt alleine gemacht haben, Wäsche gewaschen, wir haben waren einkaufen, wir haben Essen gemacht und so weiter. Und es war ein sehr angespanntes Verhältnis, auch so angstbesetzt vor den Stimmungen meines Vaters. Und das hat am Ende auch zu einem Bruch geführt zu meiner Familie. Das heißt, der Dialog in diesem Bereich ist unheimlich kompliziert und unheimlich komplex. Wie war das denn für dich? Wie hast du reagiert, als du erfahren hast, dass dein Vater bei der Stasi war? Und wie hat auch das Umfeld reagiert? Ich meine, das haben wir dann auch Na, mein Umfeld hat es nicht mitbekommen. erfahren. Also wir haben das weiter verschlossen gehalten und das hieß, dass ich als Kind mit diesem versteckten Wissen umhergelaufen bin. Und dass ich mich auch bis heute stark dafür schäme, was mein Vater gemacht hat, obwohl ich damit ja gar nichts zu tun hatte. Aber immer wenn das Thema Stasi auftaucht und in der Nachwendezeit wurde sehr, sehr viel darüber gesprochen, hing ich immer dazwischen und wusste nicht so recht, wie ich mich verhalten soll. Weil auch sehr viele Emotionen in diesen Gesprächen waren. Wenn du dich als Stasi-Kind geoutet hättest, hätte ich erwartet, dass man mich dafür angeht oder zur Verantwortung zieht oder mit mir Gespräche führt, die ich nicht führen kann, weil ich meinem Verhalten ja nichts verändern kann, außer Kind von einem Stasi-Mitarbeiter zu sein. Das ist ein schwieriges Thema. Ich hatte dann tatsächlich zwei, drei Leute in meinem Umfeld gefunden, die ähnliche Biografien haben. Und mit denen war das ein bisschen einfacher, weil wir ähnliche Erfahrungen gemacht haben, was diese Gespräche anging. Aber das wird man nicht so richtig los. Das muss man sagen. Das heißt, du hast dich nur mit diesen Menschen praktisch erstmal darüber Darüber ausgetauscht. ausgetauscht mit anderen eher gar nicht. Selbst bis heute zu erzählen, dass mein Vater bei der Stasi war, das mache ich dann auch erst nach einem halben Jahr oder so, wenn ich merke, dass da Vertrauen da ist, weil das immer noch so ein Brandmal ist, was man als Kind mit sich rumschleppt. Kennst du konkrete Leute, die von der Stasi verfolgt worden sind, auch? Hast du da, Ja. also mit der anderen Seite praktisch auch Ja, Berührungspunkte gehabt? das habe ich und das tut mir auch gut.
das zu hören und das auszutauschen. Und mein Konzept war ja eher immer, mich so ein bisschen neutral zu verhalten und mich da rauszunehmen, weil ich ja, außer in einem Stasi-Haushalt gelebt zu haben, mit diesen Regeln und den harten Regeln, die als Kind für mich gegolten haben, ja wenig sonst mit der DDR-Verfolgung und Stasi-Geschichten zu tun zu haben. Ich finde es aber ganz wichtig, das zu erfahren und das auszutauschen, weil es dieses Unrecht gab. Und in meiner Familie wurde über dieses Unrecht ja nie gesprochen, sondern da gab es immer nur die Perspektive derjenigen, die die DDR schädigen wollen, die Staatsfeinde, den Klassenfeind, den Kapitalist und die Spione. Und wer da alles plötzlich so bezeichnet wurde, das ist uns ja erst viel später bewusst geworden, mit welch banalen Dingen du in der DDR im Knast landen konntest oder deinen Arbeitsplatz verlieren konntest. Das ist heftig. Ich bin ja später Polizist geworden und nachdem ich Polizist war, habe ich Politik und Geschichte auch studiert und bin ja auch Soziologe und Politologe. Und DDR-Geschichte ist tatsächlich natürlich eine Triebfeder, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Aber auch interessant, dass du Polizist geworden bist. Hatte das auch was mit deinem Sozialisierungshintergrund zu tun, auch mit der Kampfsporterfahrung vielleicht? Meine Geschichte ist, dass ich natürlich in einem Polizeihaushalt und in einer Polizeifamilie sozialisiert wurde. Das heißt, Unrechtsbewusstsein ist stark entwickelt, autoritäres Denken und Handeln, Urteilen, was richtig, was falsch ist, strukturiertes Denken, das ist bei mir ziemlich gut entwickelt und das hat sicherlich auch mit meiner Familiengeschichte zu tun. Dann natürlich diese schulische Bildung und dieser Polizeisport, die Kampfsportausbildung, die mich einfach prädestinieren, um in so einer Tätigkeit später mal meinen Beruf zu finden. Aber ich bin nicht zur Polizei gegangen, weil meine Eltern oder meine Familie bei der Polizei war, sondern der Hintergrund ist ein ganz anderer. Ich bin nach der Wende eher in die alternative linke Szene gerutscht, in einem Stadtteil, der als Brennpunkt rechtsextremer Gewalt galt in Marzahn. Und ich habe viel Erfahrung mit rechtsextremer Gewalt auf der Straße gemacht und da war nie Polizei. Das waren rechtsfreie Räume. Da haben rechtsextreme Hooligans, Schläger, Wild West gespielt. Und das hat mein Leben über viele Jahre dominiert. Das war mein Beweggrund, zur Polizei zu gehen. Und erst bei der Polizei habe ich festgestellt, dass ich eben diese Fähigkeiten mitbringe aufgrund meiner Familiengeschichte. Und habe dann viele Polizeitypen kennengelernt, Charaktere kennengelernt und auch systemische Aspekte erlebt, an denen ich mich extrem gestoßen habe, die eben nicht freiheitlich waren. Zum Beispiel. Meinungsfreiheit in der Polizei, um ein Beispiel zu nennen, dass ich mich entschieden habe, diesen Beruf nach 5 Jahren wieder aufzugeben und was anderes zu studieren, weil ich da nicht hingehöre und weil ich dort auch viele Berührungspunkte zu meiner Kindheit in mir gespürt habe, was mich zerrissen hat. Und ich mich entschieden habe, dass ich mich mit diesen Themen auch auf anderem Wege beschäftigen kann.